Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Beautiful Code in Python. Und nachdem wir das letzte Mal uns darum gekümmert haben, wie man verschachtelte Schleifen vermeidet, wollen wir uns heute mal darum kümmern, wie man verschachtelte If-Statements oder verschachtelte Bedingungen vermeidet. Warum sollte man das vermeiden? Es gibt eigentlich zwei Gründe dafür. Erstens ist es schwer lesbar, solche verschachtelten If-Statements zu lesen und da durchzusteigen, was da eigentlich passiert. Und das Zweite, es gibt da schöne Grundsätze für die Programmierung in Python, nämlich das sogenannte Zen des Python. Das bekommt man, indem man die Bibliothek this importiert. Und wenn man dann das Programm ausführt, dann kriegt man hier die 10 Grundsätze von Python, The Zen of Python von Tim Peters. Und da taucht auf, flach ist better than nested oder flat is better than nested, also flach ist besser als eingerückt. Und Readability counts, also die Lesbarkeit zählt. Das sind so zwei der Grundsätze, die eigentlich für dieses Thema sprechen, dass man solche Einrückungen und Verschachtelungen nach Möglichkeit vermeiden sollte. So, und hier mal ein Beispiel. Hier haben wir mehrere Variablen, 4 an der Zahl, die stehen alle auf True, nämlich Verbindung bezahlt, Internet und Online. Und dann prüfen wir ab, ist die Verbindung True? Also da steht nicht if Verbindung gleich True, sondern man sagt einfach nur if Verbindung, weil Verbindung selbst ist ja schon der Wert True. Und wenn das Ding True ist, dann geht er hier in if bezahlt. Und wenn der Wert True ist, geht er hier in if Internet. Und wenn der True ist, prüft er, ob if online. Und wenn der True ist, sagt er, du bist online. Wenn aber online nicht True ist, dann sagt er, du bist offline. Und jetzt kommen diese else-Statements und jetzt muss man immer sehr genau darauf achten, wie die eingerückt sind. Also dieses else bezieht sich auf dieses if. Dieses else, jetzt wird es schon schwieriger, bezieht sich auf dieses if, also if Internet. Wenn es der Internet, die Variable Internet nicht auf true steht, also false steht, dann sagt er kein Internet in diesem Ast hier, kein Internet. Und dieses else bezieht sich, weil es hier eingerückt ist unter bezahlt, auf, okay, wenn bezahlt false ist, dann sagt er, du hast nicht bezahlt. Und dann das letzte else schließlich bezieht sich auf if Verbindung false, dann sagt er keine Verbindung. Und das ist erstens schwer lesbar und zweitens fehleranfällig. Wenn man hier zum Beispiel eine falsche Einrückung macht, dann kommen ganz komische Ergebnisse raus. Man weiß gar nicht, woran das liegt. Das liegt einfach daran, dass dieses else-Statement dann nicht hierzu passt, sondern eben zu irgendwas anderem passt. Oder man kriegt dann Fehlermeldungen rausgeschmissen. Oder das Verhalten dieser Prüfung ist einfach nicht das, was man erwartet hat. So, wie vermeidet man jetzt diese Einrückungen? Es gibt da zwei Schritte. Der erste Schritt heißt, macht mal eine Funktion daraus. Ich arbeite hier mit Visual Studio Code. Ihr könnt natürlich jeden Editor benutzen, den ihr wollt. Aber bei Visual Studio Code ist zum Beispiel so, ich kann dieses ganze Kladderadatschi mal markieren, rechte Maustaste drücken und sage ich Refactor. Und dann fragt er mich, ja, möchtest du denn zu diesen ganzen Dingen eine Methode extrahieren? Sage ich, ja, ich will eine Methode extrahieren oder eine Funktion definieren. Und diese Funktion, die nenne ich nicht New Function, sondern die heißt Prüfe Verbindung. Und dann haben wir hier eine neue Funktion, Prüfverbindung. Da ist genau dasselbe Zeug drin, was wir vorher hatten. Und hier wird eben diese Funktion aufgerufen. Und wenn wir das mal ausführen, dann sagt er mir hier unten, wenn man das auch mal ein bisschen größer macht, hier unten, starten wir das Programm hier nochmal, dann sagt er, du bist online, weil alle Werte auf True stehen. Und dann geht er ja hier das ganze Kladderadatsch durch und sagt dann schließlich, du bist online. Ist quasi hier in dieser Schleife. Also erster Schritt ist, mach eine Funktion draus. Toll, hat sich ja aber bloß von der Einrückung her ja noch gar nichts verändert. Und die zweite Strategie besteht dann darin, die If-Statements umzudrehen. Also hier prüfen wir immer, ob es true ist. Wir drehen es jetzt mal um und prüfen, ob es false ist. Und dann würde man normalerweise sagen, ja, was hat das denn jetzt damit zu tun, dass du die Einrückung verhinderst? Du drehst ja einfach nur die Bedingung um. Also du prüfst eben nicht auf If-Verbindung, sondern If-Not-Verbindung, in Anführungsstrichen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was dann passiert. Wir sagen einfach, wir prüfen, ob es keine Verbindung gibt.
Also Not-Verbindung, man könnte auch genauso gut schreiben, if-Verbindung gleich false, wäre dieselbe Logik. Und dann geben wir einen Wert zurück und dieser Wert, den wir zurückgeben, ist keine Verbindung. Und damit sind wir hier aus dieser Funktion rausgegangen, in dem Moment, wo wir eben festgestellt haben, dass keine Verbindung existiert. Und das liest sich auch sehr schön. Ne? If not Verbindung, return keine Verbindung. Dann sagen wir if not bezahlt, return, du hast nicht bezahlt. Und dann geht es weiter mit if not Internet. Dann gehen wir zurück. Kein Internet. Und schließlich if not online. Return. Du bist offline. Und wenn all das nicht zutrifft, dann sagen wir, du bist online. Was letztendlich diesem Satz hier entspricht. So, und jetzt können wir den ganzen Kladderadatsch hier löschen. Und jetzt bekommen wir auf diese Funktion her auch immer einen Return-String. Und den printen wir hier einfach aus. Wir sagen, print das, was du zurückbekommst, wenn du prüfe Verbindung mit diesen ganzen Variablen aufrufst. Und wenn wir das jetzt mal hier starten, dann kommt wieder dasselbe raus. Du bist online. Und das hier lässt dich deutlich leichter lesen, indem wir einfach sagen, wenn keine Verbindung besteht, dann gibst du ihm zurück keine Verbindung. Wenn nicht bezahlt, das gibst du zurück, du hast nicht bezahlt. Wenn kein Internet besteht, gibst du kein Internet zurück. Wenn du nicht online bist, gibst du zurück, du bist offline. Und wenn all das nicht zählt, also all diese Geschichten sind offensichtlich true, dann schreibst du, du bist online. Was vorhin auch genau, es ist exakt das gleiche Ergebnis, aber eben hier diese ganzen Einrückungen vermieden. Und wie gesagt, zwei Strategien. Nummer eins, mach eine Funktion draus. Und Nummer zwei, dreh die Bedingungen um. Prüfe nicht, ob etwas existiert, sondern prüfe, ob etwas nicht existiert. Und zack, schon hat man diese ganzen Einrückungen verhindert. Und das war es auch schon. Und das sind zwei probate Mittel, um eben das Thema Einrückungen zu vermeiden. Und wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Daumen hoch, Notification ein und Abo drücken. Und wer diesen Kanal unterstützen möchte, der kann bei mir auf der Patreon-Seite sich als Mitglied eintragen. Das war's von mir. Wir hören uns dann, wenn ihr Lust habt, wieder, wenn es dann beim nächsten Mal wieder heißt Beautiful Code in Python. Bis dann. Ciao.